Willkommen bei Gießwein. Heute sprechen wir über ein Thema, das besonders häufig im Zusammenhang mit Laufen und Komfort erwähnt wird, und zwar dem Heel Drop. Aber was bedeutet das eigentlich? Und warum ist er so wichtig, wenn du den richtigen Schuh für dich auswählst? Wir erklären es dir einfach mit unseren Gießweinschuhen. Der Heel Drop beschreibt den Höhenunterschied zwischen Ferse und dem Vorfuß eines Schuhs, gemessen vom Boden bis zur Innensohle. Ein hoher Heel Drop bedeutet, dass die Ferse deutlich höher sitzt als der Vorfuß. Bei einem niedrigen Heel Drop sind Ferse und Vorfuß ungefähr auf gleicher Höhe. Schuhe mit einem höheren Heel Drop bieten mehr Dämpfung im Fersenbereich und sind ideal für Menschen, die beim Laufen oder Gehen viel Gewicht auf die Fersen verlagern. Zu den High Drop Schuhen von Gießwein gehören folgende: der Wool Peak mit 11 mm, der Wool Trainer mit 10 mm, der Wool Cross X Alpine mit 13 mm, der Merino Curve Max mit 9,6 mm und die Merino Runners mit 12 mm. Diese Modelle bieten dir eine hervorragende Unterstützung und Komfort. Perfekt für die aktiven Tage. Ein mittlerer Heel Drop wie der beim Wool Trail X mit 8 mm bietet einen guten Kompromiss zwischen Stabilität und Flexibilität. Dieser Heel Drop ist ideal für alle, die eine moderate Dämpfung suchen, aber dennoch einen natürlichen Laufstil beibehalten wollen. Low-Drop-Schuhe wie der Merino Barefoot mit einem Heel-Drop von 0 mm bieten ein natürliches Laufgefühl. Diese Schuhe ermöglichen es dir, fast barfuß zu laufen, was die Muskeln in den Füßen stärker aktiviert und die natürliche Bewegung fördert. Ideal für alle, die Wert auf ein minimalistisches Design legen. Was viele nicht wissen, auch die Einlegesohle beeinflusst den Heel-Drop. Bei Gießwein verwenden wir verschiedene Sohlen, je nach Modell. Der Wool Peak hat beispielsweise eine stark dämpfende Sohle, was den Komfort von einem Heel Drop verstärkt. Im Vergleich dazu hat der Merino Barefoot eine sehr dünne, flexible Sohle, was den natürlichen Kontakt zum Boden unterstützt. Der richtige Heel Drop hängt von deinem Laufstil, deinen Aktivitäten und deinen Vorlieben ab. Wenn du viel auf der Ferse läufst oder auch gerne mal längere Strecken gehst, dann kann ein Schuh mit einem hohen Heel Drop die richtige Wahl sein. Suchst du ein natürliches Laufgefühl und möchtest deine Fußmuskulatur stärken? Dann ist ein Schuh mit einem niedrigen Heel Drop wie der von Merino Barefoot die richtige Wahl. Und egal für welchen Heel Drop du dich entscheidest, bei Gießwein findest du garantiert die perfekten Schuhe für deine Bedürfnisse. Und wenn du jetzt noch mehr über uns und unsere Schuhe erfahren möchtest, dann abonniere unseren Kanal, lass ein Like da und wir sehen uns nächstes Mal.